Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind hier bei der LearnTech 2016 in Karlsruhe. Sie sind dieses Jahr mit vielen neuen, innovativen Ideen und Produkten angereist. Um was geht es? Wir präsentieren gleich mehrere Aktivitäten. An erster Stelle steht mit Sicherheit mobiles Fremdsprachenlernen. Das heißt, wir haben eine ganz neue Mobile App, die es ermöglicht, nahtlos von allen Endgeräten mit demselben Zugang zu lernen. Das heißt, Sie lernen im Büro am PC, gehen in die Bahn, nehmen Ihr Smartphone, lernen weiter, kommen zu Hause an, setzen sich aufs Sofa und lernen mit dem Tablet weiter. Ist natürlich sehr viel, aber macht sehr viel Spaß. Sie sind hier auf der LearnTech nicht zum ersten Mal, das heißt, Sie haben auch eine Beziehung dazu und Sie haben dieses Jahr auch mit der Messe gemeinsam eine kleine Spendenaktion aufgerufen und da geht es auch um das Thema Flüchtlinge und vor allem um Kurse auch für Flüchtlinge, das heißt auch da lernen. Ja, richtig. Sie sprechen unsere Spendenaktion an, dass wir für jeden LearnTech-Besucher einem Flüchtling Deutschkurse spenden. Das hat sich, glaube ich, auch sehr bezahlt gemacht bei dem Besucherrekord. Zudem ist natürlich das digitale Bildungsangebot ein super Hilfsmittel, die Flüchtlinge bei der Integration zu unterstützen. Integration in die Gesellschaft, aber viel wichtiger auch noch in den Arbeitsmarkt, damit die auf eigenen Füßen stehen können. Und da sind natürlich analoge Bildungsangebote, Deutschkurse, Präsenzunterricht doch wenig skalierbar. Wir wissen alle, es gibt zu wenig Deutschlehrer. Es ist immer eine Frage von Zeit- und Ortabhängigkeit und da kann LinguaTV einen Beitrag leisten. Wir haben über 15 verschiedene Deutschkurse von A1 bis C1 plus Deutsch im Beruf. Mit dem man, unser Motto ist ja mit Videos lernen, das heißt Muttersprachler zeigen, wie man die Sprache in einem Kontext anwendet. Und da kann man natürlich sehr schön zeigen, nicht nur wie die deutsche Sprache gesprochen und angewandt wird, sondern auch Verhaltensweisen, also wie verhalte ich mich im Alltag, wie begrüßen sich die Deutschen, wie verhält man sich im Beruf. Und das ist, glaube ich, für die Integration sehr, sehr, sehr gut und hilfreich. Ein spannendes Projekt. Und wie wichtig für Sie ist die Plattform LearnTech? Die LearnTech ist eine sehr, sehr wichtige Messe für uns. Es ist, glaube ich, eine der wenigen, wenn nicht die einzigste Messe, die innovative Lerntechnologien überhaupt der Welt, der Gesellschaft, dem Land präsentiert. Und deswegen trifft sich hier fast jeder, also alle Experten. Man trifft auch jetzt nach etlichen Jahren immer wieder die Fachleute und die Experten, kann sich austauschen, auch mit Partnern und so weiter und so fort. Und es ist einfach spannend. Ich habe jetzt heute Nachmittag ein bisschen Zeit gehabt und konnte über die Messe schlendern. Es sind immer wieder ganz neue Firmen da, neue Technologien. Und es kommen aber auch viele aus der Wirtschaft und aus Behörden oder auch aus Unternehmen, die man da von den neuen Produkten also selber als Aussteller auch überzeugen kann. Nun haben Sie ja selbst Ihre Erfahrungen über das Jahr, aber auch hier die geballte Branche sozusagen. Wo geht es denn hin? Was sind die Trends? Was sagen Sie? Ja, ich muss sagen, für uns heute war es so ein bisschen interessant. Wir glauben ja oft, dass wir Sachen schon zum dritten, vierten, fünften Mal erklären, weil wir vor 4, 5 Jahren Sachen neu erfunden haben, innovativ sind. Und dann stellen wir fest, dass es, was für uns schon normal ist, für viele andere noch neu ist. Also wir haben dieses Jahr präsentiert Gamification, also sehr viel spielerisches Lernen. Wir haben präsentiert, was ich eben schon gesagt habe, mobiles Sprachenlernen, aber auch das Thema Blended Learning. Das heißt, die Kombination von digitalen Lerninhalten und Präsenzunterricht. Und da muss, glaube ich, diese beiden Welten müssen noch enger zusammenwachsen und eine Kombination werden. Da haben wir heute sehr viele interessante Gespräche geführt. Nichtsdestotrotz kann digitale Bildung auch für Transparenz sorgen. Wir reden über Learning Analytics, war auch ein Thema auf der LearnTech selber. Da haben wir auch einen Beitrag geleistet mit unserem Dashboard, sodass zum Beispiel auch der Präsenztrainer sehen kann, was passiert eigentlich in der Selbstlernphase. Und dadurch seinen Unterricht auf Basis des Stärken-Schwächen-Profils seinen Unterricht auch besser gestalten kann. Also auch das ist ein Thema von Blended Learning. Hört sich jetzt gar nicht so innovativ an, kommt aber bei den meisten Besuchern sehr, sehr gut an. Und zuletzt haben wir natürlich diesen Link zwischen Digital und Präsenz auch unterstützt, indem wir den Lehrer unterstützen, zum Beispiel mit einer Mobile-App, wo er die Videoinhalte offline bekommt oder auch einem Teacher's Guide, wo wir erklären, wie er mit dem Video zum Beispiel den Unterricht gestalten könnte. Ne? Und das sind alles so Sachen, die sind super, super spannend. Ansonsten habe ich gesehen, sehr viel Augmented Reality, sehr viel Mobiles, die Brillen. Ja, also es geht sicher in die Richtung personalisiertes Lernen, individualisiertes Lernen und Virtual Reality und echte Welt zusammenzubringen. Dann
haben wir noch viel Spannendes vor uns. Wir freuen uns, wünschen Ihnen viel Erfolg und nächstes Jahr dann sicherlich wieder hier. Sehr gerne, vielen Dank. Dankeschön.